Kategorie Galileo-Wissenspreis. Der Galileo-Wissenspreis zeichnet Erfindungen und Initiativen aus, die unser Leben in unserer Umwelt harmonischer gestalten oder helfen, die Umwelt zu schützen. Im Fokus stehen Erfindungen und Ideen für einen nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Lebensstil. In Zeiten des anhaltenden Bienensterbens gilt die Stadt als Rückzugsort der Biene. Mit der Erfindung der Balkonbeute wurde die erste urbane Bienenbehausung konstruiert, die es allen Balkonbesitzern ermöglicht, selber Bienen zu halten und dabei noch eigenen Stadthonig zu ernten. Die Behausung hängt von außen wie ein Blumenkasten am Balkon. Durch die extensive Haltemethode wird mit einem minimalen Arbeitsaufwand von 20 Stunden 15 Kilo an Honig geerntet. Durch Naturwabenbau und Überwinterung auf eigenem Honig wird das Immunsystem der Biene gestärkt. Somit leistet man aktiv einen Beitrag gegen das Bienensterben und erhöht die Biodiversität in der Stadt. Durch Monokultur und Pestizidbelastung in der Landwirtschaft wurden die Bienenvölker in den letzten 65 Jahren um 80% reduziert. Die Balkonbienen leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des drittwichtigsten Nutztieres der Menschen. Einen Lösungsansatz zur Problematik des abgeleiteten sauberen Regenwassers zusammen mit Schmutzwasser in Kanälen bieten wasserdurchlässige Betonsteine für den Überflutungs- und Gewässerschutz. Das Klima in unseren Städten wird deutlich trockener. Unsere Pflastersteinsysteme wirken diesem Trend entgegen. Wege, Straßen und Plätze können wieder wasserdurchlässig gestaltet werden, sodass anfallendes Niederschlagswasser, wie im ökologischen Kreislauf normalerweise üblich, an Ort und Stelle versickern kann oder verdunsten kann. Zudem haben die Pflastersteinsysteme einen regenerativen und dauerhaften Schadstofffilter, sodass das Grundwasser und der Boden geschützt wird. Damit würden pro Jahr rund 2 Milliarden Kubikmeter Wasser nicht abgeleitet, sondern könnten den natürlichen Weg schadstofffrei ins Grundwasser und in die Atmosphäre nehmen. Dass möglichst wenig Elektronik auf dem Müll landet, weil wir wieder in der Lage sind, Dinge selbst zu reparieren, dieses Ziel verfolgt iFixit. Viele Menschen möchten ihre Sachen reparieren, wissen aber nicht wie. Wir erstellen und hosten Reparaturanleitungen vom Computer bis zum Auto und auch für etwa 500 Handys. Leider ist die Lebensdauer vieler Geräte sehr gering, denn viele Menschen finden schon einfache Reparaturen wie einen Batteriewechsel schwierig bis unmöglich. Wir möchten das ändern. Zurzeit besuchen etwa 3,5 Millionen Menschen jeden Monat unsere Website, um ihre Sachen wieder instand zu setzen. iFixit ist ein freies, öffentlich editierbares Online-Reparaturhandbuch mit der Mission, Menschen in die Lage zu versetzen, ihre Sachen selber zu reparieren und so vermeintlichen Wegwerfprodukten eine längere Lebensdauer zu verleihen. Nominiert in der Kategorie Galileo Wissenspreis. Stadtbienen, ein urbanes Zuhause für Bienenvölker. EcoSafe Protect Pflastersteinsysteme für den Überflutungs- und Gewässerschutz. iFixit. Das kostenlose Reparaturhandbuch für alles. Geschrieben von allen.